Internet kann anscheinend ununterbrochen irgendwie rennen, ne? Ist ja auch nicht ganz unwichtig. Sicherung verwenden. Okay, es funktioniert. Ja, cool. Boah, was für eine Sunshine jetzt. Jetzt sehe ich den Weg gar nicht mehr, weil das so krass am Leuchten ist. Okay, was könnte da? Könnte dieses Ding noch gruseliger sein? Aber ich mag die Stimme so sehr von dem Typen. Der ist so cool einfach. Das Schlimmste in allen Dingen, das ist die Unentschlossenheit. Wo bin ich? Wie bin ich hierher gekommen? Das sieht aus wie unter Wasser, ne? Guck mal. Es regnet im Bikini Bottom. Andrea, das Foto ist von dem Tag, als wir uns kennenlernten. Zwei Jahre später haben wir geheiratet. Voll süß. Ihr habt an dem Tag, an dem ihr euch kennengelernt habt, ein Foto geschossen? Und habt euch so positioniert? Okay, das finde ich ein bisschen komisch, aber okay. Da ich sowieso gar nicht so der Fototyp bin, mache ich auch eigentlich so keine Pärchenfotos. Und schon gar nicht am ersten Tag, oder? Und dann so eins irgendwie. Aber gut. Zwei Jahre später schon, ey. Aber jetzt passt, ne? Ist das für ein Ort? Vielleicht ein Unterbewusstsein voller Schuldgefühle, in die du dich ertränkst, deswegen das Wasser, und dich selber geißelst und deswegen diese Leichen am Baum. Rosie liebte es, auf dem Schoß von Andrea einzuschlafen. Wir waren so glücklich damals. Ich hoffe, dass die Story ein bisschen deeper ist, anstatt einfach nur, dass er ein Typ ist, keine Ahnung, der Langeweile im Bett hatte, überfordert im Job, deswegen gesoffen hat und eine Affäre hatte oder so. Ich hoffe, das ist nicht alles. Das wäre ein bisschen schade. Ich hoffe, da kommt ein bisschen mehr. Hallo wieder. Ich teile nicht. Was? Alles, was meine ich, ist dein. Hab den mal an Steam angepasst. Achso. Ach, ganz gut eigentlich. Ich habe zwar heute gearbeitet, ne? Obwohl ich ja Urlaub habe, aber war eigentlich, ich nehme das ja ganz gechillt so. Ansonsten, ich war lange einkaufen. Dauert halt im Moment echt immer so lange, ne? Mit dem ganzen Abstand halten und so, dauert sehr lange, aber ansonsten war mein Tag, morgen ist Freitag und da freue ich mich sehr drauf. Freue mich sehr aufs Wochenende. Ansonsten war mein Tag eigentlich ganz cool. Jetzt ist er natürlich noch besser, weil jetzt komme ich mit euch zum coolen Spiel. Wo kommt es her?
Okay, das ist wahrscheinlich der Plüschhase von unserer Tochter. Rocky. Das war der Hase von Rosie. Rosie. Oh. Es tut mir leid. Fehler machen wir alle mal. Also ich meine, ist das wirklich alles, was er gemacht hat, eine Affäre zu haben? Ob da noch irgendwas in der Ecke ist? Auch das glücklichste Leben ist nicht ohne ein gewisses Maß an Dunkelheit denkbar. Carl Gustav Jung. Ach ja, was wären wir ohne Schatten? Wo wäre das Licht ohne Schatten? Ach, dieses weiße Licht. Hat es mich hierher gebracht? Ich bin doch schon mal hier vorbeigekommen. Dormont ist nur ein paar Meilen die Straße runter. Okay. Mein Gott, wie viele hier überall stehen, ne? Die Tür ist blockiert. Ich muss einen anderen Weg hineinfinden. Jemand hat die Fenster verbarrikadiert. Ich komme nicht an den Türgriff heran. Es fühlt sich an, als wäre etwas um das Auto gewickelt. Ich komme nicht an den Türgriff heran. Es fühlt sich an, als wäre etwas um das Auto gewickelt. Als wäre etwas um das Auto gewickelt? Ich finde die Synchronstimme mega gut einfach. Also man merkt, dass das so eine Fertig-Engine ist, wo Sachen irgendwie zusammengewürfelt wurden. Aber dafür finde ich das Spiel bis jetzt nicht schlecht. Und vor allen Dingen, wie gesagt, die Stimme. Die Übersetzung ist gut, die Stimme ist gut. Ah, okay. Jetzt sind wir zwar wieder hier, aber irgendwie, keine Ahnung, ist es Paralleluniversum oder sowas? Wie eigenartig, das hier zu finden. Genau das, was ich brauche. Ja, wirklich ein bisschen komisch. Überhaupt komisch, hier hinzukommen. Vor allen Dingen hier, das ist wieder so Unterwasserwelt, ne? Versuchen wir es. Das ist das, was er meinte. Zu verrostet. Die wird sich nicht rühren. Das, was er meinte, es fühlt sich an, als wäre etwas da drum gewickelt. Das heißt... Was ist das denn da? Ach du Scheiße, ist das eine Spinne? Oh Gott, ist die groß. Sowas wird uns ja später nicht verfolgen, ne? Ja, so eine, so fertig gebastelte, so Bausätze. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Wenn du halt, du kannst ja so fertig Bausätze kaufen und dann, das ist ja auch der Grund, warum wir halt bei vielen Horrorspielen schon die gleichen Bilder gesehen haben oder dieses Haus, in dem wir gerade drin waren, dass wir das bei House Flipper, bei House Party gesehen haben, bei Open House gesehen haben und und. Aragog. Wir haben aber kein Licht dabei. Wir haben kein Licht der
der Elfen dabei. Ich guck mir mal ein bisschen hier oben. Ich glaube nicht, dass wir hier noch irgendwas machen müssen, aber vielleicht liegt hier doch noch irgendwas zum Gucken. Wow. Hier ist aber kein Zaun zwischen uns beiden Hübschen. Ich gehe mal. Tschüss. Ich wollte auch nur die Pumpe haben. Ciao. Okay, spawn ich direkt hier hin. Der Türgriff klemmt. Natürlich. Kann ich die Seite auch mal? Ja. Das fühlt sich zu schwer an. Das fühlt sich zu schwer an. Das ist nur so eine Europalette. Das wisst ihr ja wohl. Okay, wir müssen, glaube ich, nochmal zurück. Und diese Palette da umwerfen oder so. Oh Gott, meine Augen. Das sind Grafikassets. Das nutzen sehr viele. Ja, das meine ich, genau. Das meine ich halt. So. Ah, okay, da ist eine Tür. Da kommen wir jetzt hin. Lichtschalter. Hier ist nur die Toilette. Jason war's hier. Weihnachtsbeleuchtung. Was ist das für eine Weihnachtsbeleuchtung, die in der Toilette anfängt und dann durch ein durchs Fenster mit so einem Stein. Okay, alles klar. Genau so bringe ich meine Beleuchtung. Oh, wie schön. Oh, das sieht aber schön aus. Bob, ich habe den Schlüssel im Briefkasten versteckt. Beste Versteck, wenn man dazu einen Zettel dahin hängt. Beste Versteck. Okay. Briefkasten. Haben wir denn da vorne gerade irgendwo hier gesehen?